Guten Abend, verehrte Denkerinnen und Denker. Willkommen zu unserer Horrorstunde der Philosophie. In unserer heutigen Gruselgeschichte schlittert eine Gruppe Freunde nichtsahnend in einen Abgrund, von dessen Existenz und Tiefe sie nichts wussten. Ein Abgrund, aufgerissen von der menschheitsalten Frage: Was ist Wissen? Alles beginnt, wie so viele Dramen, unbeschwert in den Sicherheit vorheuchelnden Gefilden des Alltags. Backst du für später noch einen Kuchen? Ja, klar, kann ich machen. Ich habe auch ein super Rezept. Aber pass auf, ich kann kein Gluten essen. Okay, achte ich drauf, ja. Tschö. So, bon appétit und übrigens ganz ohne Gluten, weil ich weiß doch, dass einer von euch eine Glutenallergie hat. Was, ich? Ich verzichte nur zum Abnehmen auf Gluten. Aber ich habe eine. Woher wusstest du das? Oh, wie nichtsahnend sie in diesen Mahlstrom der Unsicherheit gerieten. Wusste David, dass jemand eine Glutenallergie hat? Hinter den Kulissen lauert die Ahnung einer Antwort. Im Dialog Theaetitos schlägt Platon vor, dass Wissen notwendigerweise wahre, gerechtfertigte Überzeugung ist. Denn nur wenn ich von etwas überzeugt bin, würde ich behaupten, dass ich es weiß. Und nur Wahres kann gewusst werden. Rechtfertigung scheidet nun Gewusstes von bloß Erratenem. Alle drei, Überzeugung, Wahrheit und Rechtfertigung, sind notwendig für Wissen. Aber sind sie zusammen auch hinreichend? Davids Behauptung, er wisse, dass jemand eine Glutenallergie hat, ist eine wahre, gerechtfertigte Überzeugung. Klarerweise ist David überzeugt, dass jemand eine Glutenallergie hat. Und seine Überzeugung ist auch wahr, denn jemand, Lotta, hat tatsächlich eine Glutenallergie. Sie scheint auch gerechtfertigt, denn Max gab ihm einen guten Grund anzunehmen, dass er eine Glutenallergie hat. David schloss nun rein logisch, dass wenn Max eine Glutenallergie hat, jemand eine Glutenallergie hat. Wenn er gerechtfertigt ist zu glauben, dass Max eine Glutenallergie hat, so muss er gerechtfertigt sein zu glauben, dass jemand eine Glutenallergie hat. Es ist der seit langem in den Untergrund entflohene philosophische Einzeltäter Edmund Gettier, der 1963 Fallen wie diese auslegte. Die klassische Wissensdefinition wurde seitdem nie mehr gesehen. Denn würden wir David Wissen zuschreiben, weiß er wirklich, dass jemand eine Glutenallergie hat? Ich frage Sie. Nein! So sieht es die Welt einer internationalen Studie zufolge. Wissen ist also mehr als wahre, gerechtfertigte Überzeugung. Doch was noch absolut notwendig ist für Wissen, bleibt kontrovers. Eine geistreiche gute Nacht Ihnen allen.